Ja, der Böck ist die wichtigste Figur am Sechseläuten. Mein Name ist Lucky Meyer, ich bin der Böckbauer von Zürich. Dieser Schneemann wird verbrannt um 6 Uhr und wir vertreiben aus der Stadt den Winter. Das Sechseläuten hat eine Organisation dahinter aus Zünftern und die haben mich gefragt, ob ich den Böck bauen würde. Und ich mache das jetzt seit 4 Jahren und ich habe 7 Jahre beim alten Böckbauer gelernt, wie das geht. Der Böck ist 3,50 Meter hoch, er ist etwa 100 Kilogramm schwer und ich habe etwa 50 Stunden, um ihn zu bauen. Und er ist konstruiert aus einer stabilen Holzkonstruktion, die dann gestopft ist mit Holzwolle und schlussendlich mit Watte überzogen. Im Körper hat es über 100 Knaller drin, die dann explodieren, wenn er Feuer fängt. Der Kopf, wenn der explodiert, dann wird die Zeit gemessen. Und wenn es schnell geht, dann geht es so 6 Minuten. Und wenn es lange geht, dann geht es etwa 45 Minuten. Dann kann man entscheiden, ob es einen schönen oder einen schlechten Sommer gibt. Dieses Jahr ist mein Tipp 13 Minuten und 15 Sekunden. Das heißt, es wird einen sehr guten Sommer geben. Ich kann es ein bisschen steuern, wie ich den Hauptknaller isoliere, aber das Feuer macht eigentlich die Arbeit und bestimmt, wann das es explodiert. Heute Morgen, das ist der schönste Moment, wenn der Böck oben ist und ich ihm den Kopf aufsetze. Der Böck schaut auf den St. Peter, auf das Zifferblatt und sieht zu, wie das letzte Stündchen, letzte Minütchen schlägt um 6 Uhr, bevor er angezündet wird. Das Sechseläuten ist das schönste Fest in Zürich und ich bin froh, wenn der Böck jeweils steht und oben ist und dann kann der Tag beginnen. Die Zunft zur Waag ist die Zunft der Leinwollweber und Färber und Hutmacher. Wir sind eine Zunft, die eigentlich aus zwei Berufen besteht. Und wir sind eine Textilzunft und haben ein wunderschönes Zunfthaus am Münsterhof. Bei uns in der Waag treffen wir uns auf dem Münsterhof an unserem Brunnen. Wir haben einen Brunnen, der hat neben dem großen Brunnen noch einen kleinen Trinkbrunnen und da machen wir jeweils am Sechseläuten aus Wasser Wein und trinken dann den Weißwein, der aus dem Brunnen kommt, zum Aperitif. Da werden dann die Gäste auch begrüßt, die Ehrengäste treffen ein und dann begeben wir uns in die Zunftstube, wo wir dann das Mittagessen einnehmen. Für mich immer etwas Besonderes ist so der erste Moment im Zunfthaus, in der Stube, wenn man zum Mittagessen, wenn alle noch frisch und freudig sind, wenn die Leute kommen und man, das ist schon besonders. Nach dem Mittagessen, je nachdem an welcher Stelle man sich im Umzug befindet, sammelt sich dann am vorgegebenen Warteraum, wo man dann nachher in den Umzug einbiegt. Dort ist man eine knappe Stunde auf dem Umzug. Das beginnt bei der Bahnhofstrasse in Zürich bis zum Sechseläutenplatz, das ist am Bellevue. Dort wartet man bis um 18 Uhr der Holzstoß angezündet wird und dann wird auf die Uhr geschaut, wie lange es geht, bis der Böck seinen Kopf verliert. Also das ist eigentlich der wichtigste Festtag im Zunftleben. Es ist der Höhepunkt, weil das ist der Tag, wo sich die Zünfte ja zeigen, auch in ihren Kostümen. Es hat aber auch einen gesellschaftlichen Aspekt. Also wenn ich schaue, dass es 6 Leute gibt, wo wir die halbe Bundesregierung dabei haben. Es kommt vor, dass mehrere Bundesräte dabei sind. Das sind Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und so weiter dabei. Ich würde sagen, es ist einer der großen Anlässe der Schweiz. Früher, als man noch nicht so viel Licht hatte in der Stadt, hat man im Winter nur bis 17 Uhr arbeiten können. Im April, Tag- und Nachtgleiche, hat man dann die Arbeitszeit auf 18 Uhr verlängert. Deshalb wird auch um 18 Uhr der Holzstoß angezündet und dann beginnt der Böck zu brennen. Und es ist so eine Tradition, dass man sagt, je kürzer das der Böck hat, also je schneller der Kopf zerspringt, desto schöner wird der Sommer. Also ich wünsche mir, dass dieser Brauch auch in der heutigen digitalisierten Zeit noch seinen Wert behält, dass er diese Elemente, das Archaische auch, mit dem Umritt, mit dem Feuer, auch mit den Kostümen, dass man das noch irgendwie über die Zeit retten kann. Es ist klar, es wird sich verändern. Wir haben jetzt ein Public Viewing, auch um Sechseläuten. Aber ich wünsche mir schon, dass diese Wurzeln eigentlich bestehen bleiben.